Hallo und moin zusammen, hier ist wieder Super Gamon und wie ihr seht, spielen wir mal wieder eine Runde World of Warcraft. Wobei heute geht es weniger ums Spielen als darum, dass ich eine kleine Aktualisierung zu einem meiner Verstärker-Schamanen-Guides machen möchte. Und zwar, der ist ja schon etwas älter und da kann vielleicht beim einen oder anderen der Zweifel aufkommen, ob das alles immer noch so gang und gäbe ist, ob das alles noch immer so richtig ist. Und im Grunde genommen, ja. Oder was heißt im Grunde genommen? Ja, das ist immer noch alles richtig. Wenn ihr den benutzt, macht ihr damit nichts falsch. Nichtsdestotrotz möchte ich einfach für euch nochmal eine kleine Aktualisierung dazu machen, denn der alte Schaman-Guide, den ich gemacht habe, ist aus Patch 5.4. Mittlerweile sind wir in Patch 5.4.8. Es hat sich nichts geändert. Wir sind immer noch genauso gut oder vielleicht sogar ein bisschen besser aufgestellt als vorher, denn mittlerweile können wir unsere Ausrüstung nicht nur zweimal aufrüsten, sondern viermal. Um ein besseres Verständnis für euren Verstärker-Schaman zu bekommen, solltet ihr auf jeden Fall vielleicht auf den einen oder anderen Guide und tut euch selbst den Gefallen und lest euch mehr als einen Guide durch. Ja? Denn je mehr ihr wisst, desto leichter fällt es für euch dann auch, irgendwo vielleicht falsche Informationen herauszufiltern und zu wissen, okay, das trifft nicht ganz zu oder wie hat er das gemeint? Es wird einfach einfacher für euch sein, je mehr Wissen ihr habt über euren Verstärker-Schaman, für euch das Beste rauszuholen. Da kann ich euch auch nur zu sagen, als Beispiel, ich spiele ja auch Diablo und ich habe da einen Mönch und habe an dieser Klasse eigentlich, ja, ich habe Fun dran, aber ich habe keinen Plan von der Klasse. Sprich, ich bin da total der Noob. Und das wird immer dann. Das sieht man dann immer dann eindeutig, wenn da irgendwo ein Mönch auftaucht, der einfach besser ist als ich. Der einfach ein besseres Verständnis für seine Klasse hat. Der hat dann auch einfach viel, viel mehr Leistung, als ich es habe. Und der bringt das auch viel, viel besser dann im Kampf zum Vorschein. Das kann ich einfach gar nicht, weil mir das Grundwissen, mir fehlt nicht die Fähigkeit, irgendwo einen Knopf zu drücken, sondern zum Beispiel die Kombination der Fähigkeiten ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Vielleicht die Rotation ist nicht so, wie sie sein sollte. Das sind einfach Sachen, die dann einem auffallen. Ja? Und deswegen will ich auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, denn ihr sollt nicht einfach nur von mir kopieren. Wenn ihr einfach nur von mir kopiert, werdet ihr niemals besser werden als ich. Ihr sollt allerdings besser werden als ich und ich weiß, das könnt ihr. Dafür müsst ihr aber euch mit eurer Klasse so ein bisschen auseinandersetzen. Und dafür packe ich halt in die Videobeschreibung gerne auch den Guide von Icy Veins hinein, denn meiner Meinung nach ist von den Guides, die ich gesehen habe, bekommt ihr bei dem wirklich alles, was ihr wissen wollt, bekommt ihr damit geliefert, wenn ihr euch halt so ein bisschen Zeit nehmt und euch das Ganze mal durchlest. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, denn das Ganze ist auf Englisch, aber es lohnt sich. Da habt ihr auch Listen drin, die für euch Best-in-Slot-Items vorgeben. Und das ist so eine Sache, da müsst ihr immer abschätzen. Oder dafür braucht ihr halt das Wissen aus dem Guide. Wann ist ein Item für mich besser? Ihr wisst, in Siege of Orgrimmar oder Kampf um Orgrimmar, ist es der deutsche Name dafür? Ich muss mal kurz ins Buch gucken. Schlacht um Orgrimmar müsste es sein. Die Schlacht um Orgrimmar. Da könnt ihr ein Schmuckstück bekommen, welches die Fähigkeit besitzt, irgendwie aktiviert zu werden und dann greift es für euch mehrere Ziele an. In gewissen Situationen ist dieses Schmuckstück, jetzt als Beispiel, besser als ein Single-Target-Schmuckstück oder als ein Schmuckstück, wie ich sie trage, die sozusagen nur meinen Angriff, also mein Single-Target-Angriff verstärken. Wieso? Ganz einfach, wenn ihr mehrere Ziele zur Auswahl habt und dieses Schmuckstück besitzt, werdet ihr an mehreren Zielen gleichzeitig Schaden verursachen. Ihr verursacht dann mehr Schaden. Ich habe dieses Schmuckstück bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es aber bis jetzt nicht genommen. Ich fokussiere meinen Verstärker-Schaman auf Single Target. Und das kann ich richtig gut. So viel kann ich euch dazu verraten. Gleichzeitig solltet ihr wissen, als Verstärker-Schamane seid ihr eine Hybridklasse. Was bedeutet das? Im Grunde bedeutet das nichts anderes als, ihr seid wie so ein Hans Dampf in allen Gassen. Ihr könnt von allen ein bisschen, aber ihr könnt nichts richtig. Ihr könnt nicht so gut, wie es andere Klassen können, die sich auf einen Bereich spezialisiert haben. Sprich,
Im Nahkampf seid ihr nicht so gut wie ein Krieger. Das heißt nicht, dass ihr weniger Schaden macht. Ja? Wenn ich mir die Damage-Listen angucken würde, ich glaube, wir sind sogar sehr, sehr gut aufgestellt als Verstärker-Schamane. Aber ihr könnt zum Beispiel ihr habt keine Fähigkeit, die ihr aktivieren könnt, die euch komplett immun macht gegen Nahkampfangriffe des Gegners. Genauso wie Schurke, ihr habt keine Fähigkeit, die zeitweise über eine, sagen wir mal, bestimmte Zeit eure Ausweichchance dann um 100% erhöht. Gleichzeitig habt ihr allerdings auch da oder dafür, weil ihr Hybride seid, habt ihr auch den Zugriff sozusagen auf Fernkampfattacken, auf Nahkampfattacken, auf Heilung. Aber wie gesagt, ihr könnt von allem ein bisschen, ja? Ihr könnt nichts so spezialisiert gut wie jetzt ein Heiler, wie jetzt ein reiner Fernkämpfer, wie jetzt ein reiner Nahkämpfer. Aber das braucht ihr auch gar nicht. Deswegen müsst ihr halt gucken, dass ihr von der Ausrüstung her und vom Verzaubern, vom Umschmieden, vom Sockeln das Maximum für euch rausholt. Natürlich, der beste Wert für uns oder das, was die höchste Priorität hat, ist Beweglichkeit. Aber macht nicht den Fehler, jetzt jeden roten Sockel, den ihr irgendwo in der Ausrüstung zur Verfügung habt, mit reiner Beweglichkeit zu sockeln. Denn dann holt ihr nicht so viel raus, wie ihr rausholen könntet, wenn ihr zum Beispiel Mix-Sockelsteine benutzt, so wie ich es tue, halt mit orangenen Steinen. Und da benutze ich meistens halt diesen Stein. Wie heißt er denn? Schauen wir mal. Zack. Und zwar versierter Aragonit. Der gibt mir 80 Beweglichkeit plus 160 Meisterschaft. Denn nach Beweglichkeit oder um überhaupt unseren Schaden am Gegner anzubringen, müssen wir diesen auch treffen. Dafür brauchen wir davon brauchen wir eine Trefferchance von 7,5% und eine Waffenkunde von auch jeweils 7,5%. Wie ihr hier bei mir sehen könnt, ist beides ein bisschen höher. Das liegt daran, dass nach der längeren Pause, die ich gehabt habe und nach dem Wiedereinstieg in World of Warcraft, kann ich ja jetzt mittlerweile meine Ausrüstung viermal aufrüsten. Vorher konnte ich es nur zweimal. Durch die Aufrüstung mittlerweile von gewissen Gegenständen, die ich trage, haben sich meine Werte wie unter anderem Waffenkunde und Trefferchance auch nach oben erhöht. Sprich, ich habe mehr Trefferchance und mehr Waffenkunde, als ich eigentlich brauchen würde. Das werde ich gleich mit euch zusammen optimieren. Und so, dass ich halt dann auch wieder das Maximum aus meiner Klasse raushole. Und wieder sozusagen erfolgreich raiden kann. Wie gesagt, so viel dazu. Also richtige Sockelsteine benutzen. In meinem Fall ist es so, dass ich jetzt für den Helm zum Beispiel reinen Meisterschaftssockel benutzt habe, für die Schulter Beweglichkeit, Meisterschaft, Waffenkunde, Meisterschaft, solche Sachen. Wir werden gleich mal gucken, ob das, wenn ich die Optimierung vollzogen habe, was mir Ask Mr. Robot, weil das ist das Werkzeug, was ich dafür benutze, um sozusagen die Optimierung an meinen Verstärker-Schamanen zu vollziehen, wie sich dann meine Werte halt, wie unter anderem mal Trefferchance und Waffenkunde verändern werden und ob das auch noch Auswirkungen auf Meisterschaft für mich haben wird. Dann, ja, auf Icy Veins werdet ihr auch die eine oder andere Liste, wie schon erwähnt, finden mit Best in Slot. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist definitiv, sorgt dafür, dass ihr vier Items oder dass ihr den Zweier-Bonus, oder nein, den zweiten Bonus aus eurem Verstärker-Schaman-Set bekommt. Denn der ist wirklich richtig, richtig gut. Was macht er? Im Grunde ganz einfach. Jedes Ziel oder immer wenn Flammenschock auf einem Ziel drauf ist, habt ihr eine Chance, und zwar hier in dem Fall von 5%. Also jedes Mal, wenn er Schaden verursacht, ihr sofort Lavapeitsche wirken könnt. Und zwar so, als ob fünfmal Versengen drauf wäre. Also mit maximalem Schaden. Ob ihr dann maximalen Schaden macht, das ist natürlich noch von so ein paar anderen Dingen abhängig, aber es ist so, oder die Lavapeitsche, die er wirkt, ist genau so, wie als wenn fünfmal sengende Flamme drauf wäre. Und das Geile daran ist halt, dass das passieren kann, gerade nachdem ihr einen Lavapeitsche gemacht habt. Also es kann sein, dass ihr eine Lavapeitsche wirkt, dann tickt er dort und dann habt ihr wieder eine Lavapeitsche zur Verfügung. Und dann solltet ihr diese auch benutzen, denn mal ganz ehrlich, 300% Waffenschaden in Elementarform.
Sprich, da irgendwie, also Rüstung vom Gegner funktioniert dagegen nicht. Das schlägt komplett durch, ist richtig, richtig gut. Also, lass die Finger, wie gesagt, von reinen Attributssteinen wie Agilität, also Beweglichkeit rein. Rot, Beweglichkeit ist pfui, ist nicht schlecht, so ist das nicht. Bringt Leistung, aber ihr kriegt mehr Leistung durch Mix-Sockelsteine und vor allem Meisterschaft. Pusht eure Meisterschaft. Das gibt euch einen wirklich sehr, sehr immensen Schadensvorteil. Also das pusht euren Damage immens. Besser als wenn ihr nur Crit irgendwie in Crit gehen könntet oder in Tempo oder sonstiges. Das ist alles nicht schlecht, ja. Das ist nicht so, dass das nicht funktioniert. Aber Meisterschaft ist over the top. Over the top. Wenn ihr es richtig macht, dann ist Meisterschaft einfach over the top für euch. Natürlich richtig verzaubern, richtig sockeln, wie gesagt. In gelbe Sockelsteine benutze ich halt auch gerne reine Meisterschaft. Das bringt es richtig gut. So viel dazu. Wir machen gleich zusammen wie heißt das nochmal? Die Optimierung für meinen Verstärker-Schaman. Dann könnt ihr mal sehen, wie gut und wie gut Ask Mr. Roboter funktioniert. Dann Skillung. Skillung ist auch immer so eine Sache, oder die richtige Talentenwahl ist immer so eine Sache. Es gibt Situationen, da funktionieren gewisse Talente besser als andere. Elementarbeherrschung ist meiner Meinung nach immer noch so mit das stärkste Talent, oder mit eines der besten Talente, was uns in sozusagen 60er-Bereich oder im Talentbaum dann zur Verfügung steht, welches wir benutzen können, um unseren Schaden zu pushen. Aber, und ja, leider gibt es ein Aber. Es gibt Situationen, in denen funktioniert Echo der Elemente, oder da werdet ihr vom Echo der Elemente mehr profitieren. Das könnte zum Beispiel ein Gegner sein, den ihr nicht in Nahkampf erreichen könnt. Ja, wenn ihr dann Echo der Elemente habt und ihr arbeitet die ganze Zeit irgendwie mit dem Blitz, werdet ihr davon wahrscheinlich mehr profitieren als von reiner elementarer Beherrschung, weil ihr dann halt die Chance erhaltet, euren Blitz zu kopieren, und anstelle eines Blitz abzufeuern, feuert ihr dann zwei Blitze sozusagen ab. Dann würdet ihr natürlich vom Echo der Elemente profitieren. Oder aber wenn es ein Bosskampf ist, wo mehrere Ziele gleichzeitig zur Verfügung stehen, dann werdet ihr mit Echo der Elemente auch wiederum meistens bessere Ergebnisse erzielen. Denn wenn ihr dann Feuernova benutzt, hat diese auch wiederum eine Chance, kopiert zu werden davon. Also ihr seht, es ist immer so ein bisschen situationsabhängig. Es kann auch sein, dass ihr euch da am besten irgendwo vielleicht mit eurem Raid absprecht, wie, wo, was. Denn meiner Meinung nach, es gibt Klassen, die können besser bomben, als es der Verstärker-Schamane hat. Und was Verstärker-Schamane allerdings sehr, sehr gut kann, ist Single-Target-Schaden, meiner Meinung nach. Dann, 90er-Baum. Das ist so eine Sache. Ist halt auch abhängig davon, was für eine Ausrüstung euch zur Verfügung steht. Jetzt denkt ihr euch, wie Ausrüstung zur Verfügung steht. Ihr werdet feststellen, dass in den einen oder anderen Guide, und das ist richtig so, gewisse Talente mit schlechterer Ausrüstung besser skalieren und besser sind, also für euch dann ein besseres Ergebnis liefern, als wie zum Beispiel in meinem Fall. In meinem Fall ist es so, dass ich die besten Ergebnisse, den höchsten Schaden sozusagen mit Urelementalist verursache. Ja? Da führt einfach kein Weg daran vorbei, ob ich das so haben will oder nicht. Das ist das Talent, womit ich die beste Leistung bis jetzt erzielt habe. Ich habe auch entfesselter Furor probiert, ist nicht schlecht. Ja? Es funktioniert auch, macht auch gut Schaden. Ich habe auch Elementarschlag ausprobiert und dann halt auch mit Echo der Elemente oder Schnelligkeit der Ahnen. Ich habe wirklich alles durchsortiert, alles durchprobiert, aber die besten Ergebnisse habe ich bis jetzt, zumindest in meiner Laufbahn als Verstärker-Schamane, mit jeweils Elementarbeherrschung und Urelementalist erzielt. Warum das so ist, vielleicht ist es mir persönlich so auf die Haut geschneidert worden, dass somit ich die beste Leistung erziele, womit ich den höchsten Schaden fahre. Wenn das nicht der Fall für euch ist, ist das okay? Ja, ich habe damit kein Problem. Aber tut euch selber den Gefallen und probiert auf jeden Fall die Talente mal untereinander aus. Also probiert mal die Kombinationen, die da euch zur Verfügung stehen. Probiert die mal gegeneinander aus. Es kann nicht schaden. Ja, selbst wenn ihr dann feststellt, okay, ich mache mit Elementarschlag, arbeite ich viel, viel besser als mit Urelementalist, obwohl das für mich fraglich ist. Denn
Das Urelementar ist einfach, oh mein Gott, das Ding ist der pure Horror. Der Schaden, den das Ding fährt, wischt sowohl meiner Meinung nach den Schaden, den Elementarschlag verursacht und der Buff, den ihr dadurch erhaltet, wischt es einfach komplett zur Seite. So hart ist das Urelementalist, ist das Feuer-Urelementar, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich lasse da jeden sozusagen auch die Freiheit, das spielen zu wollen und auf die Art und Weise spielen zu wollen, wie er das möchte. Tut euch einfach nur den Gefallen und probiert die Fähigkeiten untereinander und gegeneinander aus. So, dass ihr auf jeden Fall da euren Horizont erweitert und vielleicht möglicherweise etwas für euch findet, was vielleicht besser funktioniert als das, was ihr momentan benutzt. Dann kommen wir zu den Glyphen ganz kurz. Ja, bei den Glyphen, da gibt es so ein paar Möglichkeiten, was ihr benutzen könntet in gewissen Situationen. Feuernova oder Glyphe Feuernova, erhöht den Radius oder den Bereich, in dem die Feuernova Schaden verursacht, um 5 Meter. In den meisten Fällen werdet ihr davon keinen Gebrauch machen können oder werdet ihr keinen wirklich Bonus davon erhalten. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, irgendwie Feuernova benutze ich persönlich ganz, ganz selten oder in den wenigsten Fällen. Wenn es der Fall ist, wenn ihr da wirklich größere Gegnergruppen habt und ihr könnt dadurch dann öfters Feuernova benutzen, dann werdet ihr da sicherlich auch von profitieren. Ich würde immer zu Glyphe-Blitzschlagschild greifen und auf jeden Fall aufgrund meines Urelementalists auch zu Glyphe-Totem des Feuerelementars. Dann dadurch wird die Abklingzeit von meinem Totem des Feuerelementars halbiert. Und das ist richtig, richtig gut. Das ist etwas, was wir wollen. Glyphe heilender Sturm. Vielleicht situationsbedingt. Vielleicht situationsbedingt. Glyphe schamanistische Wut habe ich momentan noch drin, aufgrund dessen, weil ich vorher noch PvP gemacht habe. Ist allerdings. Ja. Da würde ich eher dann diese Glyphe benutzen. Einfach aus dem Grund. Totem des heilenden Flusses ist jetzt nicht die beste Heilung, ist nicht die fetteste Heilung, aber es heilt, ja, und es heilt auch noch Schlachtzugsmitglieder. Und wenn ihr dann diese Glyphe benutzt, bekommen alle, die in der Nähe sind und die verringert, also wenn euer Totem des heilenden Flusses einen Verbündeten heilt, verringert es auch dessen erlittenen Feuer, Frost und Naturschaden 6 Sekunden lang um 10%. Das klingt vielleicht nicht viel, aber das sind vielleicht diese 10%, die es dann euren Heilern ermöglichen, das Ziel nochmal hochzuheilen oder es am Leben zu erhalten. Ihr seht also, auch hier könnt ihr unter gewissen Umständen wieder als Verstärker, ja, denn ihr seid sozusagen der Schadensverursacher, der auch als Supporter wirken kann. Ja? Ich habe auch schon Kämpfe gehabt, da habe ich zum Beispiel Leitfähigkeit genommen. Und das hat wirklich was gebracht. Das hat richtig nice funktioniert. In Verbindung halt, ich weiß gar nicht, mittlerweile geht das glaube ich nicht mehr. Vorher ging das noch. In Verbindung mit heilender Sturm dann aber auch. Ne? Hat also richtig gut funktioniert. Das war richtig, richtig nice. Und ja, da müsst ihr halt einfach mal gucken, was ist das Beste für euch. Dann jetzt noch ein kleiner Tipp von mir. Versucht den Kampf immer so zu beginnen, dass ihr gleich von vornherein aus Flammenschock auf das Ziel wirkt, aber vorher Elemente entfesseln benutzt habt. Denn dadurch, dass ihr Elemente entfesseln benutzt, wird der Schaden für euren nächsten Feuerzauber, in dem Fall ist es der Flammenschock, um 30% erhöht. Solltet ihr mit Elementarschlag arbeiten, spart euch das Entfesseln der Elemente für den Elementarschlag auf. Denn auch dieser profitiert dann von dem Buff, den ihr dadurch bekommt, dass ihr Elemente entfesselt und dadurch, dass ihr eine eurer Waffen meistens oder im Normalfall ist es eure Offhand-Waffe, denn eure Offhand-Waffe ist halt auch die Waffe, die Lava-Peitsche oder mit der Lava-Peitsche ausgelöst wird. Also ist es meistens dann
Primärwaffe verzaubert ihr natürlich mit Waffe des Windzorns und Sekundärwaffe mit Waffe der Flammenzunge. Und wenn ihr dann Elemente entfesselt, dann bekommt ihr den Buff, ja, von Entfesseln der Waffe des Flammenzunge, der für den nächsten Feuerzauber 30% erhöhten Schaden macht. Sprich, in meinem Fall der Flammenschock, möglicherweise in eurem Fall der Elementarschlag. Und dann solltet ihr natürlich beides miteinander solltet ihr mal warten vorher, denn wie ihr seht, Elementarschlag hat 12 Sekunden Abklingzeit, während Entfesseln der Elemente 15 Sekunden Abklingzeit hat. Deswegen solltet ihr in diesem Fall, auch wenn der Elementarschlag schon wieder zur Verfügung steht, müsst ihr einfach mal gucken, ob es sich nicht mehr für euch auszahlt, dann auch auf die Abklingzeit von Elemente entfesseln. Einfach warten, auslösen, dann Elementarschlag abfeuern. Kann sich auf jeden Fall auszahlen. Wie gesagt, in meinem Fall ist es halt Elemente entfesseln in der Rotation. Ich entfessel die Elemente. Ich benutze dann den Flammenschock und dann leite ich sozusagen den Nahkampfangriff ein. Sprich, wenn das jetzt der Boss ist, wirke ich nicht von hier hinten meine Elemente entfesseln, dann den Flammenschock, nachdem natürlich der Raid-Leader den Angriff angesagt hat, und fange dann an zu laufen, denn diese Zeit, die ich dazu brauche, um dorthin zu überbrücken, mache ich keinen Schaden. Und ich verliere sogar so ein bisschen am Schaden, denn meistens sind ja dann gewisse Schmuckstücke, die ich zur Verfügung habe, ja auch aktiv. Sogar Verzauberungen können aktiv sein. Und die ganzen Buffs und etc. und hast du nicht gesehen, sind dann so zwei, sagen wir mal, 2 bis 3 Sekunden, in denen ich das nicht nutze. Deswegen solltet ihr auch darauf gucken oder solltet ihr darauf achten, dass ihr, bevor ihr den Angriff einleitet, dass ihr so wenig Zeit wie nur möglich damit verliert, sozusagen zum Ziel zu kommen. Also wenn das jetzt der Boss ist, ja, und sagen wir mal, ich muss hier stehen, denn wenn ich noch näher dran stehe, könnte es sein, dass ich den Boss ja sozusagen pulle und dann haut er mich erstmal tot und dann fängt er an, sich durch den Raid zu arbeiten und das sorgt nur für einen Wipe und dann irgendwie für die Verstimmung des Raid-Leads. Das wollen wir nicht. Auf jeden Fall solltet ihr halt gucken, dass ihr so wenig Zeit wie nur möglich verliert. Deswegen würde ich dann von hier aus halt, sagen wir mal, möglicherweise sogar schon vorher meine Geisterpfoten aktivieren, wirken, rangehen, anfangen zu kämpfen. Hier würde ich jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach schon dann auch mal meine Aszendentenform ziehen, sodass ich dann halt richtig schön am Gegner arbeite und richtig schön Schaden verursache. Das war jetzt hier kein roter etc. sonstiges, einfach nur ein Beispiel, um euch halt zu zeigen, wie das Ganze funktionieren könnte. Deswegen schaut, dass ihr halt nicht irgendwo kilometerweit vom Gegner entfernt seid, da irgendwie dann euren Flammenschock draufpackt, eure ganzen Schadensverzauberungen von den Waffen, eure Schmuckstücke aktiv sind und ihr dann die nächsten 2 bis 3 Sekunden dafür verwenden müsst, um an den Gegner ranzukommen, weil dann, wie gesagt, verliert ihr schon an Schaden und das wollt ihr nicht. Und ganz wichtig, vergessen manche immer wieder, bevor ihr in die Aszendentenform gegangen seid. Ja? Also wir stellen uns jetzt einfach mal an, zack, ich habe hier jetzt meine Sachen draufgehauen, hau den Blitz nochmal vorher raus. Bevor ihr in eure Aszendentenform geht, benutzt Sturmschlag. Wieso, weshalb, warum? Ganz einfach. Wenn ihr in eure Aszendentenform geht, wird die Abklingzeit von Sturmschlag auf Null gesetzt. Ihr könnt ihn dann also noch einmal im direkten Kampf oder direkt nach der Benutzung von Sturmschlag könnt ihr ihn sogar sozusagen noch einmal benutzen. Nur solltet ihr nicht vergessen, dann ist es immer noch der Effekt von Sturmschlag, nur in Elementarform und heißt Gewitterschlag. Als einfach mal zum Gucken. Zack, ich mache hier nochmal dieses, hier ist welches. Sturmschlag, Aszendentenform, Gewitterschlag. Also ihr seht, ihr könnt dann direkt sozusagen noch einmal hintereinander benutzen. Macht auf jeden Fall Sinn und Zweck. Lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt könnt ihr einfach mal gucken, was das Feuerelementar so an Schaden macht. Also alles, was orange ist, das ist der Schaden von meinem Feuerelementar. Ihr seht also, das Ding haut richtig rein. Hier 152k. Das müsst ihr euch mal reinziehen. 152k, also das Ding lohnt auf jeden Fall. Das Ding lohnt auf jeden Fall, egal wie ihr es dreht und wendet. Das Ding ist richtig, richtig brutal. Und dazu sollte man noch sagen,
das ist jetzt halt die Bosspuppe. Ich habe allein angegriffen. Ich habe keine Buffs drauf, also keine Flask. Ich habe kein Fläschchen nochmal. Also bis des Schädlings habe ich auch nicht reingeworfen. Davon profitiert das Elementar ja alles, ja, ne? Also so ist es ja nicht. Es sind noch keine Buffs drauf gewesen von irgendwelchen Gruppenmitgliedern, sonstiges etc. pp. Und hast du nicht gesehen, weswegen das noch gar nicht den Schaden gemacht hat, den es allerdings machen kann. Also es lohnt auf jeden Fall. Kann ich euch nur so mitgeben. Ihr solltet es auf jeden Fall ausprobieren. Das Ding ist echt, ist einfach brutal. Aber genug gelabert. Jetzt nochmal zur kurzen Wiederholung. Wenn ihr euren Rota dann anfangt, oder ich mit meiner Skillung, fange meinen Rota meistens damit an, dass ich in einer Entfernung zum Gegner stehe, dass ich danach sofort den Nahkampfeingriff einleiten kann, nachdem ich meinen Fernkampfangriff sozusagen überwunden habe. Ich mache dann meistens schon so sozusagen Rechtsklick auf den Gegner, um wirklich, sobald ich dann im Nahkampfreichweite bin, auch einfach ja, den Schwung meiner Klasse sozusagen auszuführen. Sprich, wenn ich hier so zum Gegner stehe, ich verwandle mich nochmal zurück. Jetzt ist das Bild verschwunden von meinem Charakter, sehr schön. So, ich habe jetzt hier mit Rechtsklick schon mal drauf gekriegt. Sprich, entfesselte Elemente, ich laufe hin, zack, Flammenschock und dann wird hier schon gefightet. Dann fahre ich ganz normal meinen Rotor. Versuche natürlich auch so schnell wie nur möglich immer meine Lava-Peitsche zu benutzen oder nach dem Sturmschlag, ja, nach der Einleitung oder nach dem Nahkampf. Nachdem ich im Nahkampf bin und den Sturmschlag benutzt habe, ist der zweite Angriff, den ich benutze, natürlich Lava-Peitsche. Einfach weil diese von meinem Set oder vom Verstärker-Schaman-Set zurückgesetzt werden kann. Und dann habt ihr sie halt gleich wieder zur Verfügung. Ja, und das wollt ihr nicht missen, denn wie gesagt, das sind 300% Waffenschaden, die als Elementarschaden durchhauen. Sogar, sind sogar mehr, es sind glaube ich sogar 400. 400% Waffenschaden müssten es sein, denn ihr bekommt ja noch den Buff von Sengende Flamme drauf. Also ihr seht, das lohnt auf jeden Fall. Und dann natürlich als Füller nehmt ihr, wenn Malstromwaffe noch nicht zur Verfügung steht oder wenn ihr noch nicht genug Aufladungen habt, und da würde ich immer so bei drei Malstromwaffenaufladungen würde ich Blitzschlag casten. Das lohnt auf jeden Fall. Und wenn alles andere belegt ist, macht ihr dann Airchock. Ja, so, das ist sozusagen für euch der schwächste Angriff, den ihr zur Verfügung habt. So, auf jeden Fall, so sieht mein Rota dann aus. Und leider habe ich hier und jetzt noch keinen Recon drauf. Ich habe bis jetzt auch noch nicht wieder geradet. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Der Mix macht es. Und jetzt gehen wir gleich mal auf Ask Mr. Robot und werden meinen Verstärker-Schaman optimieren, denn wie ihr wisst, Trefferchance 7,48 oder 7,84 ist ein bisschen zu viel, genauso wie Waffenkunde 7,67 ist auch zu viel. Meisterschaft 86,01 ist nicht genug, immer mehr ist immer besser. Und da machen wir jetzt mal gleich die kleine Optimierung, sodass ihr da mal gucken könnt. So, da wären wir auch schon. Und zwar: Optimize your character. Boja, klicke ich mal drauf. Dann komme ich hier jetzt drauf. Und jetzt kann ich hier, weil ich das schon getan habe, auf meinen Charakter, auf Raga klicken und den dann ausfindig machen. Sozusagen über Ask Mr. Robot. Aber, damit ihr versteht, wie das funktioniert, je nachdem, auf was für ein Server ihr seid oder Realm Pool, wie auch immer, das solltet ihr eigentlich wissen. Ich bin ja EU, klickt ihr hier drauf. EU, dann klickt ihr oder sucht ihr euren Server aus, auf den ihr drauf seid. In meinem Fall ist es halt Frostwolf. Dann gebt ihr euren. Oh Gott, war das peinlich, ich habe meinen Namen vergessen. Oh Gott. Shit, egal. Gebt ihr euren Namen ein, dann klickt ihr einfach mal auf Load und dann hat er den schon sozusagen gefunden. Und dann müsst ihr halt hier gucken. Und das ist immer noch der Build, der aktuell ist. Also hier seht ihr auch schon Agilität, höchste Priorität sozusagen. Dann Hit und Expertise. Und dann Meisterschaft, dann Haste, dann Crit und dann Hit. Ja? Und dann wieder sozusagen Hit. Denn es gibt ja noch ein Hard Cap für den Hit, aber das geht jetzt in eine Richtung, in die ich nicht gehen will, denn das zieht das Video nur unnötig in die Länge und bringt weder euch was noch mir was. Deswegen einfach nur Agi, Hit, Expertise, Mastery, Haste und Crit. Das hier hinten könnt ihr einfach mal erstmal vergessen.
Wie gesagt, dafür müsstet ihr dann 26,5% haben. Ja, viel Spaß beim Erreichen dieses Wertes. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Definitiv. Vergesst es, vergesst es. Ganz einfach vergessen. Egal, nochmal hier draufklicken. Also wie ihr seht, hier ist halt auch, hier ist eine Optimierung dafür da, wenn eure Ausrüstung zum Beispiel Tier 15 und schlechter ist. Ja, kann ja sein, dass ihr jetzt erst gerade eingestiegen seid, dass ihr jetzt angefangen habt, euren Verstärker zu spielen, sprich, eure Ausrüstung ist noch etwas schwächer. Dann wird euch das hier weiterhelfen, euren Charakter zu optimieren, eurer Ausrüstung entsprechend. In meinem Fall nehmen wir natürlich das hier. Ich könnte jetzt auch für PvP optimieren, aber in PvE-Ausrüstung möchte ich mich nicht für PvP optimieren. Deswegen klicken wir auf den obersten. Hier ist halt Main Spec etc. schon eingerichtet, denn er nimmt ja einfach die Daten sozusagen aus der Armory raus. Und wenn wir jetzt hier auf Optimize klicken, seht ihr, dass er mir zum Beispiel sagt, und das unterlegt er halt auch grün, dass er mir sagt, hey Maestro, hör zu, hier könntest du Mastery drauf zaubern. Das sind meine Hände, da ist momentan, was habe ich momentan verzaubert? Ich bin der Meinung, ich habe Waffenkunde momentan drauf verzaubert. Und dann sagt er mir auch hier zum Umschmieden, sagt er mir auch hier zu, deine Schultern, dein Rücken, deine Handgelenke, ja, deine Handgelenke und der zweite Ring. Schmied mal in die Richtung um und dann kriegst du mehr raus. Abgesehen davon sagt er mir auch noch, dass ich einen der Sockelsteine wechseln sollte. Ich weiß allerdings jetzt nicht. Ich muss mal eben kurz gucken, was habe ich denn drin? Ich habe drin Mastery, Expert Choice Mastery, Agi Mastery und Agi, also Beweglichkeit Meisterschaft. Also ich habe Waffenkunde Meisterschaft drin, Beweglichkeit Meisterschaft und Beweglichkeit Trefferwertung. Und er sagt mir, ich soll, nee, das kann nicht sein. Das hier, das sind, glaube ich, die Vorschläge, die er mir gibt. Deswegen gehe ich gleich nochmal ins Spiel zurück und dann gucke ich einfach mal, was er mir da oder was ich da drinne habe. Momentan in meiner Brust Waffenkunde Meisterschaft und zwar dreimal, weil das mir vorher den bestmöglichen Bonus gegeben hat, um am schnellsten möglichen oder am einfachsten. Nein, am einfachsten ist nicht das richtige Wort. Aber durch dieses Sockeln, was vorher der Fall war, und wie gesagt, meine Werte haben sich ja dadurch erhöht, dass ich gewisse Ausrüstungsgegenstände mittlerweile nicht nur zweimal, sondern viermal aufrüsten kann. Und wenn ich dann halt sowas wie halt die Handgelenke viermal aufrüste, vorher waren sie ja nur zweimal, erhöhen sich ja auch Werte wie Trefferwertung und Tempo drauf. Ja? Und dadurch, dass sich die Trefferwertung hier erhöht hat, oder nicht nur hier auf diesen Items, sondern auch auf anderen Items, wenn da Trefferwertung Waffenkunde ist, komme ich über eine erhöhte Trefferchance hinaus. Genauso wie über Waffenkunde. Und da macht es halt natürlich keinen Sinn mehr, Waffenkunde und Meisterschaft zu sockeln, denn dann kann ich andere Sockel nehmen, durch die ich mehr profitiere, durch die ich zum Beispiel auch mehr Beweglichkeit kriege, durch die ich zum Beispiel mehr Meisterschaft kriege. Und das wollen wir jetzt machen in der Optimierung. Und dafür muss ich noch mal kurz auf Ask Mr. Robot gucken und dann sind wir gleich wieder da. Ich werde dann auch in der Zwischenzeit mir die nötigen Sockelsteine besorgen, von denen er mir sagt, hey, ihr, zack, das sind die besten für dich. Also, bis gleich. So, und da wären wir auch schon wieder. Ich habe eben gerade. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Ich habe eben gerade. Da sind sie. Passende Sockelsteine aus der Truhe geholt. Und zwar. Du. Soll ich einmal Beweglichkeit und Meisterschaft oder ich soll Waffenkunde und Meisterschaft gegen Beweglichkeit Meisterschaft ersetzen und dann soll ich auch noch Waffenkunde und Meisterschaft gegen Trefferwertung und Meisterschaft oder Beweglichkeit und Meisterschaft ersetzen. Das machen wir. Hier haben sich jetzt dann ein bisschen Werte bei mir verschoben, aber das ist kein Problem. Jetzt logge ich noch mal kurz aus. Und dann sehen wir uns wieder auf der Seite von Ask Mr. Robot wieder. So, da wären wir auch schon wieder. Ich habe ja eben gerade sozusagen meine Sockel dem angepasst, was er mir hier vorschlägt. Und jetzt schauen wir einfach gleich mal. Also, jetzt klicke ich nochmal auf Update from Armory. Und dann auf Optimize. Und wie ihr seht,
ist das hier, was vorher sozusagen grün unterlegt war und was mir gesagt hat, von wegen, hey, hier könntest du eine Optimierung machen, ist jetzt nicht mehr grün. Sprich, hier habe ich das Optimale, was ich brauche, rausgeholt. Jetzt muss ich natürlich nochmal meine Handschuhe neu verzaubern und dann jeweils umschmieden. Dann nur noch umschmieden. Also gehen wir gleich wieder ins Spiel und machen das mal. So, da sind wir auch schon wieder. Und zwar habe ich halt momentan auf meinen Händen drauf Waffenkunde. Habe ich vorher gebraucht. Brauche ich jetzt nicht mehr. Oder nicht, nachdem ich die Optimierung abgeschlossen habe. Sprich, ich habe jetzt Meisterschaft drauf verzaubert. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf Ask Mr. Robot und schauen uns das gleich noch einmal an. Ich weiß, das Ganze ist ein bisschen zäh, aber ich möchte es halt mit euch zusammen Schritt für Schritt machen, damit ihr da einen besseren Überblick habt. So, da sind wir auch schon wieder. Ausgeloggt habe ich, wieder eingeloggt habe ich auch. Jetzt klicke ich wieder auf Update from Armory und dann auf Optimize. Und wie ihr seht, von den Händen, was er eben gerade gesagt hat, von wegen Verzaubern, mit Mastery anstelle von Waffenkunde ist verschwunden. Jetzt bleibt mir nur noch das Umschmieden auf den Schultern, auf dem Rücken, also auf den Umhang, dann auf den Handgelenken und auf den Ring. Ich mache das mal jetzt eben einfach so in-game, dann brauchen wir nicht immer wieder hin und her und hin und her und hin und her zu switchen und dann zeige ich euch das finale Ergebnis gleich in-game wieder. Also bis gleich. So, da wären wir auch schon wieder. Und hier könnt ihr dann das Endergebnis sehen. Wie gesagt, 7,51%, 7,49% hat rundum einfach dazu gewonnen. Also jetzt verschwende ich halt nicht unnötig. Wie sagt man nochmal, nicht unnötig. Nicht unnötig Prozente irgendwie auf Trefferwertung und auf Waffenkunde. Weil ich ja vorher war ich ja ein bisschen drüber, sondern die gehen jetzt halt in Werte wie Meisterschaft, gehen in Werte wie Tempo, gehen in Werte wie Agilität, ja, oder Beweglichkeit. Und das ist halt das, was ihr nicht vergessen solltet, besonders als Verstärker-Schamane, der Mix macht es. Ja. Je besser der Mix ist, und für mich ist es halt einfach die einfachste Art und Weise und auch die bequemste Weise, Ask Mr. Robot für diese Arbeit zu benutzen. Auch wenn ich einräume, vielleicht ist es nicht das Beste. Vielleicht wäre es besser, wenn ich mich da komplett reinsetze, selber ransetze und das alles ausrechne und gegenrechne und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Das kann gut möglich sein, wenn ihr das selbst besser könnt als Ask Mr. Robot, dann macht es. Ich benutze gerne immer noch das gebräuchliche Tool Ask Mr. Robot für diese Arbeit. Wobei, ja, man sollte nicht vergessen, Warlords of Draenor steht sozusagen vor der Haustür. Und mit Warlords of Draenor kann sich oder wird sich vieles, auch was den Verstärker-Schaman angeht, sicherlich ändern. Da werde ich mich dann damit auseinandersetzen. Sobald ich Stufe 100 erreicht habe und mir den ein oder anderen Warlords of Draenor Verstärker-Schaman-Guide durchgelesen habe, werde ich natürlich auch da für euch wieder einen aktuellen Verstärker-Schamanen-Guide machen. Erwartet nicht von mir, dass das in der ersten Woche sein wird, wenn Warlords of Draenor online geht. Es könnte aber sein, dass es in der ersten Woche ist. Je nachdem. Wir werden sehen, wir werden abwarten, wir müssen abwarten, wir werden sehen, was kommt oder nicht kommt. Die Zeit wird es zeigen. Und mir bleibt im Grunde nichts anderes übrig zu bleiben, außer ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Sage euch bis zum nächsten Mal. Hier euer Super Gammo.